Sie haben mich nach den wichtigsten oder Toten oder den wichtigsten Persönlichkeiten gefragt, die auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Da müsste man natürlich an erster Stelle nehmen den General Gerd von Scharnhorst, der zu DDR-Zeiten ja auch auf dem Friedhof war und den wir komplett restauriert haben. Zu seinen Füßen liegt der ehemalige preußische Kriegsminister von Beuyen, auch eine bekannte Persönlichkeit, 1814, sage ich mal, Erfinder der Wehrpflicht in Preußen. Hier liegt der bekannte General von Winterfeld, ein Freund des preußischen Königs. Hier liegt der General, preußische Kriegsminister von Witzleben. Und ja, das sind, sag mal, die, ich sag mal, positiven Generäle, die hier liegen. Aber es gibt natürlich auch, und das verheimlichen wir nicht, einige Leute hier, die den Friedhof ein bisschen ideologisch, sagen wir mal, belasten. Einmal der Massenmörder der Juden Europas Heydrich liegt hier. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition Fritz Todt. Der Generalfeldmarschall von Reichenau. NSA-Sturmführer Marko Majkowski. Aber das verheimlichen wir nicht. Das kann man auch auf unserer Visitenkarte der Informationstafel am Eingang zum Friedhof unschwer erkennen. Aber es ist nun mal deutsche Geschichte und damit müssen wir umgehen. Und das tun wir auch eigentlich ganz gut, auch im Interesse unserer Besucher.